So, und weiter geht's. Komm raus, Flint. Ihr habt den... Deine Claptrap-Einheit ist wieder da. Ich hab den Boss noch nie geschafft, ohne zu sterben. Da bin ich mal gespannt. Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs. Heizt ihn ein. Oh, ein Schluck Kaffee. Ja, gleich hier stehen sie vor mir. Ey, die ist scheiße, die Waffe, echt. Ich hoffe, dass mein Schild sich wieder auflädt. Ja, jetzt ist es dabei. Ja, ich krieg natürlich jetzt gleich einen rein wieder. Da oben steht der Boss. Unsichtbarkeit. Und dann auf ihn schießen. 799 Schaden. Übelst viel finde ich das für das Level. Der Boss hier Feuerspein. Oh, 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 oh. Ich bin dann mal weg. Machen wir uns mal wieder unsichtbar. Wo ist er? Mein Gott, fall doch um, ey. Manchmal ist das wirklich noch sehr, sehr buggy. Ja, hau mir die HE ins Gesicht, Ochse. Hier kriegst du meine, schenk ich dir. Vorne lag Leben. Ja, nimm es doch auf. Machen wir jetzt unsichtbar und geben ihm noch einen richtigen Heavy. Also ich weiß nicht, warum er jetzt keinen Schaden zählt. Also das... Ja, ich bin ja drauf auf ihn. Daher wundert mich das wirklich. Wir machen uns unsichtbar, sonst sterben wir gleich. Ach, ich muss auch noch nachladen. Ich glaube, das werden wir wieder nicht schaffen. Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur... Jawoll! Dieser alter Elend, ey, der gibt mir ja sowas von auf die Eier. Meins. Mit Feuerschaden, die werden wir auf jeden Fall austauschen. Meine, die ging mir ja so auf die Eier, Leute. Die hat ja gar keinen Schaden gemacht. Das ist sowas Nerviges gewesen. Wo bist du, Mann? Geh Großoma küssen. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts. Irgendwie bin ich heute nicht sehr gesprächig in dem Spiel. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber irgendwie... Jetzt müssen wir nur noch zu meinem Schiff. Komme ich in dem Spiel nicht so richtig in Wallung mit dem Action. Da macht er Kisten auf. Ich möchte gerne noch hier gucken, ob hier irgendwas gibt. Nein. Ja, dann... Reißen wir erstmal hier alles auf. Da haben wir noch eine Waffe. Eine dicke Kiste. Was kriegen wir denn? Pistolen. Die macht auch Feuerschaden und sogar besser. Die macht nur hier extrem Damage. Nochmal Feuerschaden. 28, 29. Feuerschaden 19,9.
17, Entzündung 15, die 16 finde ich die besser. Also ich werde die nehmen. Das nehmen wir natürlich mit. Hier haben wir Muni. Alles voll. So. Hier mal alle Kisten aufmachen, draufdrücken. So. Oh, was war da? Pistole nehmen wir mit. Bisschen Money. Da ist mal wieder nichts drin. So, und weiter. Oh. Da ist es! Mein mächtiges Seefahrzeug! Lass es zu Wasser, mein alter Seebär! Ah ja, ich gleich erstmal hier gucken, ob es hier irgendwas gibt. Ah, hier ist nämlich auch noch eine Kiste. Dahinter, da kommt man nicht lang. Wieder unsichtbare Wände. Das finde ich ein bisschen doof in diesem Spiel. Aber was soll's. So, würde ich mal sagen, ab geht's. Und nun, lass uns Segel setzen. Kapitel 4, die Straße nach... Entschuldigung, dass ich während des Dingens aufgehört habe. Ich musste gerade husten, Entschuldigung. Und reisen. So. Okay, jetzt geht's los gleich schon mit Autofahren. Ja, übelst immer. Boah, ja, springen gleich los. Boah, die macht ja mal Schaden. Gar nicht schlecht. Schlecht runter, dieses Feuerschaden. Nur ein bisschen wenig Schuss, aber sonst ganz okay. Sind wir voll. Dann gehen wir mal weiter. Leben brauchen wir. Oh doch, Leben brauchen wir. Warum nimmst du es nicht auf? Hallo. So, und weiter geht's. Dann sind wir voll. Wir sind voll wie ein Pisspot. Da, 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 da. So. Warum seid ihr denn so blau? Weil wir saufen wie die Sau. Oh, da kommen sie aus den Anussen. Übelst immer die Waffe, finde ich. Jetzt
jetzt ist er entzündet, jetzt wird er sowieso sterben. Super cool. Finde ich persönlich klasse, die Waffe. Natürlich alles durchsuchen, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Ich werde immer versuchen, was ich sehe, mit... Oh, eine Epic-Waffe. Verbraucht 2 Munition pro Schuss, feuert so schnell, wie du abdrücken kannst. 73 mal 2. Die probieren wir mal aus. Auf jeden Fall werde ich die Feuerwaffe behalten. Ist das nicht so eine, wie wir vorhin hatten? Da liegt irgendwas. Ah, das erste Stück Iridium gefunden, wo man nachher die Plätze mit updaten kann, was ich total auch cool finde. Man hat hier so viele Möglichkeiten in diesem Spiel. Das ist echt Wahnsinn. Juhu, da kriegen wir, glaube ich, unser erstes Fahrzeug. Bevor ich das anklicke, gucke ich nochmal wegen dem Armor Shop und der Erste Hilfe. Oh, hören wir erst zu. Okay, wir machen aber erst das hier. Erstmal alles voll machen. Granatenmod. Granatenschaden 257. Was gibt es hier noch? Den nehmen wir uns mit. Unüberraschend. Die Feuerwaffe werden wir erstmal behalten. Die kann auch weg. Den legen wir gleich an. Der kann auch weg. So. Gucken wir hier noch. 189, die Verzögerung 209. Da haben wir alles besser. Der gibt nur 189, das ist Angebot des Tages. Wir werden den hier mitnehmen. Das wird dir immerhin ein paar Sekunden verschaffen. Komm jederzeit wieder vorbei. Dann legen wir jetzt erstmal die neuen Items an. Einmal klicken, einmal klicken. Einmal da klicken. Einmal da klicken, einmal da klicken. Alles fertig. Dann können wir die beiden Sachen noch verkaufen, außer die Waffe. So, und dann machen wir jetzt weiter. Wow, nicht autorisierter User auf meinem Kühlergrill. Versuchst du mein Catch a Ride zu hacken? Uncool, Bruder. Uncool. Verflucht. Sorry, verflixt. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catch a Ride Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catch-a-Ride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Nur auch zur Info, da andere Let's Player wirklich schon sehr weit sind und in Borderlands 2 werde ich probieren, vielleicht auch jeden Tag 2 bis 3 Videos von Borderlands hochzuladen. Aber ich weiß nicht, wie es wirklich mit meiner Zeit ist. Ich gehe halt arbeiten ganz normal wie jeder andere auch. Und ich mache das eben aus Spaßfaktor. Und ich probiere es, wenn ich es schaffe, schaffe ich es. Wenn nicht, eine kommt auf jeden Fall jeden Tag. Ich mache das so, wie ich da dann wirklich Spaß zu habe. Oder besser gesagt, wie auch die Zeit dazu kommt, weil wir machen es. Wirklich Spaß, diese ganze Sache. Probieren wir mal die Handfeuerwaffe. Mir fällt gerade was ein. Können wir eigentlich schon... Oh, Token einlösen. Schusswaffe, Schaden, maximale Gesundheitsmöglichkeit, Elementareffekte, Schaden. Wir machen immer Schusswaffenschaden natürlich höher. Nahkampfschaden ist in meinen Augen unwichtig. Kritischer Schaden erhöhen war.
Schusswaffen, Treffsicherheit, auch sehr wichtig. Und was haben wir hier vielleicht? Minus Schildladeverzögerung. Können wir nicht updaten. Nahkampf, mögliche Element, maximale Gesundheit, Feuerrate. Feuerrate. Wie schnell ich laden kann. Aber ist das nicht Ladeverzögerung? Ne, Schildladekapazität, das ist ja Schildladeverzögerung. Machen wir einfach mal so. Ich kann mich daran erinnern, wo ich das Spiel angefangen habe zu spielen, wo das rausgekommen ist. Ich hatte mir das vorbestellt. Da konnte ich die Leute one-hitten, der Sniper. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht mehr geht. Und ich treffe ja eindeutig den Kopf. Entweder die haben irgendwas gepatcht, weil es gab ja schon ein paar Patches, dass die Klasse halt zu OP war. Das kann natürlich sein. Ey, der lebt immer noch. Will der mich verarschen? So. Jetzt gucken wir hier nochmal alles nach. Einfach mitnehmen. Rechts sind auch Kisten. Muni. Voll, alles voll. Aua. Den Adapter an das Catcher-Ride an. Dann besorge ich dir ein Gratis-Fahrzeug. Ja, gleich. Erstmal alles durchsuchen hier. So.